Letzte Woche, da ist was passiert, das habe ich persönlich so noch nie erlebt. Und zwar der Kurssturz in Argentinien am Montag. Argentinische Aktien, argentinische Anleihen, der Peso, alles ist zusammengebrochen, über Nacht sozusagen. Argentinische Aktien sind eingebrochen um durchschnittlich 50%. Und zwar Blue Chips, also große, solide Unternehmen. Was passiert da gerade in Argentinien? Kommt da jetzt die Riesenkrise auf uns zu oder ist das alles langsam ein bisschen übertrieben mit diesen ganzen Kursabschlägen? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Panik in Argentinien. Man kann es nicht anders nennen, was da passiert ist am Montag letzte Woche. Der Merval, der argentinische Leitindex, der ist eingebrochen um 38%, wohlgemerkt an einem Tag. Und der Peso ist zum Dollar dann aber auch nochmal gefallen, und zwar um 19%. Und das heißt, wenn Sie jetzt argentinische Aktien gehabt haben und Sie haben den Kursverfall in Argentinien und Sie haben dann zusätzlich noch den Pesoverfall, dann haben Sie mit Ihren Aktien 50 bis 60% verloren im Durchschnitt und zwar über Nacht. Und bei sowas, da hilft natürlich auch kein Stoppkurs mehr oder sowas, weil die Aktien sind mit diesen Abschlägen auch schon in Handel gegangen. Es gibt zum Beispiel eine argentinische Aktie, Loma Negra, das ist ein Zementproduzent, der ist auch durchaus solide. Da sind die ADRs in New York gestartet mit einem Abschlag sogar von 98%. Also der völlige Wahnsinn. Und es ist ja nicht so, dass argentinische Aktien vorher furchtbar teuer gewesen wären jetzt oder total überbewertet und heiß gelaufen. Ganz im Gegenteil. Das hier ist zum Beispiel der Peso zum Euro, 5-Jahres-Chart. Es geht da, wie wir sehen, durchgehend schon lang nach unten. Der Peso hat also stark an Wert verloren die letzten Jahre. Bei den Aktien ist es ein bisschen anders. Das ist der MSCI Argentina, auch 5 Jahre. Da sehen wir, da hat sich erstmal relativ gut entwickelt, zumindest bis 2018. 2018 ist er aber eingebrochen, hat sich mehr als halbiert. Dann haben wir eine Stabilisierung gehabt und das ging auch dann wieder ganz gut bis zum Montag dann eben. Also zwei starke Einbrüche, einmal 2018 und einmal letzte Woche. Es ist da also offenbar kein Ende in Sicht von der momentanen Krise. Ich bin ja hier auf YouTube der mit den Emerging Markets und von allen Schwellenländern, die es da so gibt, würde ich sagen, ist Argentinien das, zu dem ich persönlich das engste Verhältnis habe. Ich war relativ lang mal dort, 4 Monate. Da sieht man natürlich Land und Leute, da entstehen Freundschaften auch. Ich habe das auch mit vielen Leuten weiter verfolgt über die Jahre, wie es denen so gegangen ist. Es geht nicht allen ganz furchtbar schlecht von denen, die ich kenne, aber auch denen, denen es relativ gut geht, könnte es natürlich besser gehen. Und was vor allem da ist, ist eine unglaubliche Resignation da. Die meisten Argentinier können eigentlich nicht fassen, wie es in ihrem Land läuft und dass es einfach nicht besser wird. Das Ganze hat eine Vorgeschichte mit Argentinien natürlich. Ich habe Argentinien schon mal ausführlich behandelt hier und zwar in einem Beitrag, das war schon im Mai 2018. Und damit kann man sagen, ist Zukunftsmärkte hier eigentlich der Kanal, der einzige Kanal, der solche Börsen überhaupt mal abdeckt. Und wenn Sie sich auch für solche Börsen interessieren, ab und an mal, und da gehe ich eigentlich davon aus, weil sonst wären Sie ja nicht hier, dann empfehle ich Ihnen, schauen Sie sich mal um bei Zukunftsmärkte bei uns auf dem Kanal. Es gibt da einige interessante Themen, die es woanders eben nicht gibt. Oder noch besser natürlich Kanal abonnieren. Und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, worüber uns wir uns natürlich sehr freuen, dann auch immer gleich die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung für Sie, wenn neue Beiträge da sind, was ja dann in der Regel auch ganz praktisch ist. Auf jeden Fall die Vorgeschichte zu Argentinien, die finden Sie da im Detail in dem besagten Video von mir von Mai 2018. Da verweise ich jetzt mal drauf und ich mache es jetzt deswegen auch ein bisschen kürzer, die ganze Sache.
Argentinien war mal das reichste Land der Welt. Ist leider schon 100 Jahre her. Seitdem haben wir eher einen Niedergang erlebt. Spätestens seit der Militärdiktatur 70er, 80er Jahre. Das war ein schwerer Einschnitt für Argentinien und danach hat eine Krise eigentlich die andere gejagt. Wir haben Hyperinflation gehabt, wir haben Zahlungsausfälle gehabt, Kapitalflucht die ganze Zeit über. Es ist also eine Dauerkrise und vieles davon wäre eigentlich unnötig gewesen. Also es könnte Argentinien heute eigentlich besser gehen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ära Kirchner. Argentinien ist regiert worden von Néstor Kirchner und danach von seiner Ehefrau, von Cristina Kirchner. Das war von 2003 bis 2015. Das war eine Zeit, anfangs sah es gar nicht schlecht aus, aber das Land ist wahnsinnig untergewirtschaftet worden nochmal in der Zeit. Es gab keinen freien Devisenhandel mehr. Argentinien ist abgeschnitten gewesen von den ausländischen Gläubigern, vom Kapitalmarkt. Statistik ist manipuliert worden. Es hat Exportbeschränkungen gegeben, also Verhinderung von Exporten regelrecht. Es hat Enteignungen gegeben, auch von großen Unternehmen. Es hat viele Eingriffe in die Wirtschaft gegeben und es lief natürlich immer schlechter. 2015 ist aber dann der große Umbruch gekommen. Da ist Mauricio Macri Präsident geworden. Macri ist marktfreundlich, Macri hat Reformen gemacht, er hat sich mit den Gläubigern versöhnt. Argentinien ist wieder am Kapitalmarkt und es hat da richtig Aufbruchsstimmung gegeben. Also zum Beispiel hat Argentinien vor 2 Jahren eine Anleihe an den Markt gebracht mit einer Laufzeit von 100 Jahren. Es hat also vorher jahrelang gar kein Geld gekriegt am Markt und dann aber eine Anleihe mit 100 Jahren Laufzeit. Und die war auch noch mehrfach überzeichnet. Also so stark war damals die Euphorie. Man hat wirklich gedacht, Argentinien kommt jetzt zurück. Argentinien wird endlich sein Potenzial heben, das ja da ist. Es ist aber dann auch Folgendes passiert. Also Macri hat den Peso wieder freigegeben. Das war durchaus auch zweischneidig und er hat Subventionen gestrichen für Gas und Strom. Das war schmerzhaft. Das hat sehr viele verbittert. Inflation ist dadurch auch hochgegangen. Also Gas und Strom sind ja teurer geworden. Was im Grunde nachvollziehbar ist durch diese Maßnahme. Aber der Markt hat wieder sehr reflexhaft auf diese steigende Inflation reagiert. Es hat also gleich wieder Kapitalflucht eingesetzt. Flucht in den Dollar. Der Peso ist noch mehr gefallen. Dadurch ist die Inflation natürlich noch weiter hoch. Das hat den Peso dann wieder runtergetrieben. Also wir waren sofort wieder drin in dieser Spirale, in dieser Inflations- und Währungsspirale. Das schaukelt sich dann so hoch. In der Türkei war es ja ähnlich. Das haben wir hier ja auch viel behandelt. Gerade was Argentinien betrifft, da sind es die Anleger natürlich besonders gewohnt, dass sie so reagieren. Das ist eben eine Erfahrung durch die vielen Krisen und gerade den Argentinien selber geht es ja auch so. Die kennen es seit Jahrzehnten nicht anders. Wenn es kriselt, muss man Dollars kaufen. Das war schon immer so. Das ist das Plata Dulce, das süße Geld. Alles, was man verdient, am besten gleich in Dollar stecken. Das funktioniert immer. Aber wenn man sowas macht, das ist natürlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen. Weil dadurch, dass das viele machen, dadurch kommt ja dann die Krise erst. Das ist es ja, was den Peso dann runterreißt am Ende des Tages. Also sehr viel von dieser ganzen Krise, das ist einfach Psychologie, das sind Automatismen, das ist eine Eigendynamik, die sowas annimmt. Und fundamental ist sowas irgendwann mal eben nicht mehr begründet. Und speziell dieser letzte Kursrutsch jetzt, letzte Woche, diese Panikwelle, da ist es meiner Meinung nach so, das kann man fundamental überhaupt nicht mehr begründen, also in keinster Weise. Was ist passiert letzte Woche? Es ist ja grundsätzlich so, wir haben wieder diese hohe Inflation in Argentinien, 56% waren es zuletzt als Ergebnis dieser Spirale. Wir haben Rezession, der IWF hat wieder einspringen müssen, was aber für Argentinien wiederum auch heißt Sparmaßnahmen, Entlassungen beim Staat. Das ist die Lage und das ist auch wirklich nicht schön, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Also es war vor 2, 3 Wochen auch schon so. Der unmittelbare Grund für den Kursrutsch jetzt, das waren die Vorwahlen.
Ende Oktober wird gewählt dieses Jahr, der neue Präsident. Die Vorwahlen sind jetzt nicht so wichtig, aber sie sind natürlich der große Stimmungsindikator. Und der amtierende Präsident Mauricio Macri, also der wirtschaftsfreundliche Präsident, der hat da sehr schlecht abgeschnitten. 32% hat er gehabt Zustimmung und sein Herausforderer Alberto Fernandez, der hat 47% gehabt. Und Alberto Fernandez, der tritt aber an zusammen mit Christina Kirchner als Vizepräsidentschaftskandidatin. Christina Kirchner, also die frühere Präsidentin, unter der es ja gar nicht gut gelaufen ist, die ja ein Schreckgespenst ist für die Investoren, die hebt jetzt sozusagen wieder ihr Medusenhaupt hoch und versetzt die ganzen Anleger in Panik. Ist nachvollziehbar irgendwo natürlich, aber man muss sich trotzdem fragen, rechtfertigt das jetzt nochmal einen Kurssturz von 38% beim Merval und nochmal von 19% beim Peso? Oder mit anderen Worten, man muss sich wirklich die Frage stellen, wenn jetzt die Opposition wirklich gewinnen sollte, geht dann wirklich auch die Welt unter in Argentinien? Und das glaube ich nämlich nicht. Was mich außerdem wundert, ist, dass die Idee vorher noch keiner gehabt hat, anscheinend, dass Mauricio Macri vielleicht nicht der nächste Präsident ist. Zumindest nicht am Finanzmarkt offenbar. Das ist ein bisschen komisch. Wie gesagt, ich habe ja hier im Mai 2018 schon ein Video dazu gemacht und da habe ich damals schon gesagt, das ist nicht mal so sicher, dass Macri hier wiedergewählt wird. Damit will ich mich jetzt auch gar nicht brüsten, weil das war damals eigentlich schon der Konsens, dachte ich jetzt zumindest. Wir hatten damals schon die Sparmaßnahmen, wir haben eine Inflation gehabt, die damals schon durch die Decke gegangen ist, die Leute sind ärmer geworden, da hat eigentlich jeder oder viele haben schon gesagt, das sieht eigentlich für Macri jetzt gar nicht gut aus. Nur die Finanzprofis anscheinend, die haben das jetzt erst letztes Wochenende gemerkt. Aber dafür haben sie es ja richtig gemerkt, offenbar. Aber auch wenn jetzt die Opposition gewinnt, man muss sich vor Augen halten, es ist nicht Christina Kirchner, die diese Regierung bildet, sondern es ist Alberto Fernandez und das ist nicht das Gleiche. Die haben schon viel zusammengearbeitet. Also er war zum Beispiel in Kirchners Wahlkampfteam 2007, dann war er auch ein Jahr lang in ihrer Regierung, aber die haben sich 2008 schon wieder zerstritten. Und ich glaube auch, dass Fernandez bei Weitem nicht so radikal ist wie Christina Kirchner. Ein Beispiel: Diktatur in Venezuela. Kirchner hat die immer unterstützt, Fernandez sagt, er unterstützt sie nicht. Dann diese Geschichte im Wahlkampf mit dem IWF, dass er das IWF-Paket neu verhandeln will, war taktisch klug natürlich, weil die Argentinier hassen den IWF. Aber neu verhandeln heißt jetzt auch nicht, dass er den IWF rauswerfen wird oder dass er sich nicht an die Verpflichtungen hält, sondern er würde das eben mal versuchen, dass er da vielleicht irgendwie andere Bedingungen bekommt vom IWF. Und die Berater von Alberto Fernandez, die haben auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt, es ist überhaupt nicht seine Absicht, dass er da einseitig aussteigt aus dieser Einigung mit dem IWF. Das wäre auch der glatte Wahnsinn, mal ehrlich gesagt, sowas zu tun oder sowas anzukündigen, gerade wegen diesem Crash jetzt am Montag. Also wenn sowieso im Raum steht, dass alles zusammenbricht, wenn der Präsident wird, dann würde ich an seiner Stelle den Teufel tun und da noch irgendwelche radikalen Reden schwingen. Und ich würde mir dann auch als Präsident wirklich sehr genau überlegen, ob ich wirklich die ganzen Reformen, die gemacht worden sind, zurückfahre und beende und da einen ganz anderen Kurs fahre, weil ich ja wüsste, so wie die Märkte gerade sind, so wie die Stimmung gerade ist, ein falscher Schritt und alles bricht zusammen. Das ist was, das kann sich das Land an sich nicht mehr leisten und das kann sich natürlich auch eine Regierung nicht mehr leisten. Mit anderen Worten, Fernandez ist weiß Gott nicht der Traumkandidat, wenn man jetzt Investor ist oder wenn man auch Unternehmer ist in Argentinien. Aber wie gesagt, diese Panik meiner Meinung nach, die ist so nicht mehr gerechtfertigt. Ich würde sagen, auch wenn jetzt der Regierungswechsel kommt in Argentinien, ich glaube nicht, dass deswegen die Welt untergeht. Und
Abgesehen davon, dieser Crash, der könnte ja sogar jetzt doch noch bewirken, dass Mauricio Macri doch der Präsident bleibt. Sieht zwar nicht so aus, also die Wahrscheinlichkeit ist es auch nicht so hoch, aber dieser Crash, das war zumindest mal eine klare Botschaft vom Finanzmarkt. Und das haben die Wähler jetzt schon auch gemerkt. Bis jetzt war es immer so, dieser Peso-Verfall und das Ganze, das war für Macri schlecht. Aber der Crash letzte Woche, das war für Macri gut, weil er kann ja jetzt sagen, liebe Argentinier, wählt mich oder wir stürzen wirklich ins Chaos. Und das ist natürlich auch genau das, was er momentan sagt. Also wir werden sehen, wie gesagt, so gut sind seine Chancen natürlich nicht, aber wenn er jetzt wirklich die Wahl doch noch gewinnen sollte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Argentinien sogar eine Rallye bekommt und zwar relativ kurzfristig. Aber der Markt macht ja sowieso den Fehler, dass er sich ausschließlich fixiert auf diese Wahl. Die Wahl ist wichtig, das ist gar keine Frage, aber davon hängt ja nicht alles ab. Es gibt positive Aspekte in Argentinien auch. Das erste ist natürlich die Bewertungen, die sind sowieso niedrig, von Aktien, von Anleihen, von allem. Dann das zweite, Argentinien hat ein stabiles Bankensystem nach wie vor. Es hat ein System, das schon viele Krisen überstanden hat. Es ist auch so gut wie entdollarisiert. Also die Abhängigkeit vom Dollar im argentinischen Bankensystem ist sehr gering mittlerweile, was natürlich ein Riesenvorteil ist gerade. Und drittens, wir haben eine sehr entschlossene Notenbankpolitik in Argentinien. Inflation ist durch die Decke gegangen, das stimmt, aber die Notenbank reagiert enorm konsequent. Wir haben einen Leitzins jetzt nach dem Crash von 74%. Das fordert Opfer, definitiv hohe Opfer. Es hat außerdem noch nicht viel gebracht, das muss man auch sagen. Aber es ist trotzdem ein Faktor. Früher oder später wird das den Peso meiner Meinung nach stabilisieren. Haben wir so auch in der Türkei gesehen durch den hohen Leitzins. Und in der Türkei war es ja sogar noch so, dass man ja die Glaubwürdigkeit der Notenbank trotzdem in Frage gestellt hat. Und trotz alledem, seit ein paar Monaten ist die türkische Lira eigentlich stabil. Und ich hoffe oder ich bin halbwegs zuversichtlich, dass wir das beim Peso auch kriegen werden, früher oder später. Und wenn wir das kriegen, dann sieht die Welt in Argentinien schon wieder ein bisschen anders aus. Wie gesagt, das Hauptproblem, das sind psychologische Faktoren. Das ist die Eigendynamik von solchen Krisen. Das kennen wir alle, wie sowas laufen kann. Und darum sage ich jetzt auch nicht, rennen Sie sofort los und kaufen argentinische Aktien und argentinische Bonds, so viel Sie noch kriegen können. Weil wir wissen alle, solche Krisen, die sind nicht ohne. Das ist schon happig. Und die Anleger sind auch sehr nervös. Wahrscheinlich bleiben sie das auch erstmal. Aber rein von der Faktenlage, wie gesagt, von den Fundamentaldaten, die sagen eigentlich alle schon lange, das ist übertrieben, diese ganze Panik und diese Abschläge. Das war bis jetzt schon so, meiner Meinung nach, und seit letzter Woche aber, nach dieser Riesenkorrektur, die wir dann nochmal hatten, da ist es natürlich erst recht so. Also alles in allem, Argentinien ist ein spekulativer Markt, bleibt ein spekulativer Markt für Anleger. Auf der anderen Seite, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das irgendwann mal doch wieder beruhigt, die ist, würde ich sagen, nicht so niedrig, wie man sich das momentan denkt. Und wenn sich es aber beruhigt, dann kann es sein, dass Argentinien für Anleger wirklich wieder eine große Chance ist. Vielleicht sogar eine der größten Chancen, die wir kriegen als Anleger in den nächsten 2, 3 Jahren. Also lassen Sie uns das auf jeden Fall im Auge haben. Und wenn wir schon reden über Fundamentaldaten, da erinnere ich auch nochmal an unseren Zukunftsmärkte-Report, der morgen rausgeht, und zwar diesmal ja mit chinesischen Aktien. Chinesische Aktien, die sehr günstig bewertet sind. Also China-Aktien sind ja allgemein sehr günstig. Aber wir haben jetzt im Report eben nochmal 3 Aktien rausgefiltert, die ganz besonders günstig sind. Der Zukunftsmärkte-Report ist kostenlos und das Einzige, was Sie dafür machen müssen, ist, Sie müssen sich einmal anmelden, dann kriegen Sie den, solange Sie wollen. Und der Report mit den China-Aktien kommt morgen, also am besten gleich anmelden für diesen Report auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Link für die Anmeldung, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag.
Sie sehen also interessante Entwicklungen überall auf der Welt. Und wir hier auf YouTube, wir machen nächste Woche dann endlich den Beitrag zu Fosun, den ich ja schon angekündigt habe. Fosun, die chinesische Beteiligungsgesellschaft, die jetzt Thomas Cook übernehmen wird. Und es ist auch nicht der einzige Tourismuskonzern aus Europa, den Fosun schluckt oder schon geschluckt hat. Interessantes Thema meiner Meinung nach, wenn Sie wollen, nächste Woche hier Fosun und Thomas Cook. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und natürlich wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen.